Was macht ihr? Wir machen das Projekt Müll vermeiden und nachhaltig leben. Was genau ist euer Ziel? Also wir produzieren mit Textilien verschiedene Sachen. Die Schüler haben sich da selber was überlegt. Zum Teil machen die nachhaltige Kaffeepads oder Teefilter, Abschminkpads. Manche machen Taschen aus alten Jeans oder verschönern T-Shirts. Und wie viele sind am Projekt insgesamt beteiligt? Also heute sind wir 22 und gestern waren wir 26. Haben die Schüler Spaß? Das möchte ich hoffen. Da müsst ihr die Schüler fragen. Gab es mal schwierige Momente mit den Maschinen? Also mit den Nähmaschinen meinst du? Da, ja, wir haben ein paar Nähmaschinen und die von vor 2 Jahren, die da gewartet wurden, da sind einige jetzt ausgefallen, leider. Also haben wir im Moment nur noch 4 funktionstüchtige und haben das aber jetzt so aufgeteilt, dass manche produzieren, was genäht werden muss und einige Schüler an den Maschinen sitzen. Was wird mit den Sachen gemacht, werden die verkauft oder gespendet? Da haben wir jetzt noch nicht genau überlegt, weil wir noch nicht genau wissen, wie viel wir jetzt schaffen zu produzieren, heute und morgen. Eigentlich soll auch was verkauft werden an dem Stand. Und die Schüler dürfen natürlich auch selber ihre Sachen, die ihnen gehören, mitnehmen. Und was ist nachhaltig am Projekt? Also nachhaltig ist, dass wir zum Beispiel also als Beispiel diese Abschminkpads, die man sonst normalerweise kauft, einmal benutzt und wegschmeißt, dass wir das eben aus Stoff und auf der anderen Seite Frottee-Stoff machen, so dass man die nach Gebrauch waschen kann mit der normalen Wäsche und dann wieder benutzen kann, also dass wir Müll vermeiden. Okay, danke. Und zunehmen und dann oben das Gummi rausmachen und dann kommt da ein Riemen dran, dann hast du eine Tasche. Und dann hast du eine Tasche, die hat hinten Taschen für Handy und so weiter und die hat hier vorne Taschen. Das ist ganz simpel. Das ist jetzt eure Entscheidung. Was macht ihr mit so einer Hose? Oder eine schöne Hosentasche, die man aufpinnt. Man kann eine Hosentasche rausschneiden, natürlich. Kann die hier auch genau, weil die dann die Tasche zusammen. Das geht auch. Ja, da muss man sie nur abtrennen, eigentlich am besten, damit transportiert man so viel Stoff. Was wollt ihr? Ein Säckchen machen. Bitte? Ein Stoffsäckchen machen. Ja. Da soll was dann rein? Ja, keine Ahnung, vielleicht so. Geld irgendwie mal, so ein paar Euro. Ja, du musst immer gucken, Lisa, dass das so alleine jetzt nur der Stoff ist sehr instabil. Der ist ja sehr dünn. Ja. Ne? Ich kann das einfach reinmachen. Du kannst das auch kombinieren. Du kannst ja den Stoff zum Beispiel mit diesem hier kombinieren. Wenn man hier die Hosentasche nimmt, man kann das einmal hier dran längs abschneiden. Dann hat man schon eine Vorder- und eine Rückseite. Ne? Dann hat man ja schon im Prinzip einen Beutel. Und dann macht man da halt auch ein Band dran, eine Kordel kann man sich drehen oder man kann ein Band nähen oder was auch immer. Und schon hättest du einen Beutel. Dann musst du das nur ein bisschen höher abschneiden, weil du dann nämlich das ja noch umklappen musst. Es sei denn, du sagst, nee, ich mache das hier auch ein bisschen länger in dieser Form und das franse sich aus. Sieht ja auch cool aus. Was wollt ihr? Ja, ein Jeansstoffsäckchen oder ein Fließstoffsäckchen? Eigentlich finde ich das schöner, aber das ist so ganz stabil. Das ist nicht stabil in sich, genau. Da müsste man sonst eben überlegen, ob man den doppelt legt oder ob man einen zweiten Stoff dazu nimmt. Und wenn es wirklich. Ich den doppelt machen, ich immer einfach und was machst du daran? Jeans rein. Ja, ich kann das ja außen machen. Dann so, was war dir mit der Entscheidung? Was mache ich aus einer Jeans? Ich mache daraus eine kurze, also ich finde sie ein bisschen auf. Ha? Ich finde sie auf. Willst du sie abschneiden oder in der Länge lassen? Abschneiden. Welche Länge? Also dann geht ihr jetzt gleich, ich gebe dir Schneiderkreide. Dann geht ihr in einen Raum, wo keine anderen sind. Dann dürft ihr da reingehen und dann ziehst du die Hose an. Und dann zeichnet jemand dran längs, wo die abgeschnitten werden sollen. Die sind noch nicht durch. Was machen wir bei dir? Wollen wir gucken. Du wolltest doch was damit machen. Ich
wollte vielleicht irgendwie den mit ausschneiden. Ja. Dann einfach das da drum machen, wir das dann rausschicken. Habt ihr im Internet auch geguckt, was für Ideen es da gibt? Ja. Millionen Ideen gibt es dazu, ne? Man kann zum Beispiel, weil wir bei Haarbändern heute waren, wenn man so eine Jeans hat und dann schneidet man das jetzt so aus, hat man schon die Grundlage wieder für Haarbänder, weil das im Kreis schon einmal genäht ist. Ne? Also nur so als, auch als Haargummi oder sowas. Kann man dann auch noch machen. Ich glaube, der Raum ist gerade frei, da könntest du reingehen. Wenn du willst, kannst du auch abschließen. Darfst du meinen Schlüssel mit reinnehmen, dass du ganz sicher bist. Und dann also ihr habt das Thema Textilien und Nachhaltigkeit. Dann erklärt mir doch mal bitte, was ihr da gerade macht. Also wir machen ein Plakat über Fairtrade-Kleidung. Ja, wir, ich rede jetzt zum Beispiel darüber, dass die Leute, die die T-Shirts und allgemein Kleidung herstellen, viel zu wenig verdienen. Die kriegen nicht mal den Mindestlohn, egal ob das T-Shirt jetzt teuer ist oder ein relativ günstiger ist. Der Unterschied zwischen dem teuren und dem günstigen ist, das Geld kriegen nicht die Leute, die das herstellen, sondern der Besitzer. Und der Lohn bleibt trotzdem gleich. Und könnt ihr sozusagen beschreiben, was ihr bis jetzt schon alles gemacht habt? Also bis jetzt, wir haben halt auf den Chromebook schon mal ein bisschen zum Thema ein paar Infos gesucht. Dann haben wir halt, wie gesagt, gerade das Plakat gemacht. Und mehr bis jetzt noch nicht. Ja, genau. Und könnt ihr so ein bisschen beschreiben, was halt auf dem Plakat, was ihr so vorhabt auf dem Plakat drauf zeigen? Ja, also. Wir machen die Kosteneinteilung des billigen T-Shirts und des teuren T-Shirts. Die Transporteinnahmen, die Kosten und den Arbeitslohn. Und was habt ihr da noch? Also habt ihr da noch was anderes vor, drauf zu machen oder war es das schon? Wir wollen noch irgendwas halt dazu schreiben. Also wie man sie bekommt und wie man sie halt auch erkennt. Das wollten wir auch noch dazu schreiben. Und habt ihr denn noch nur vor, das Plakat zu machen oder wollt ihr noch was noch dazu zum Thema machen? Ja, also wir wollen halt das Plakat machen und noch eine Sache dazu, zum Beispiel ein T-Shirt und das wollen wir dann ein bisschen verändern und wieder neu gestalten. Okay. Also was habt ihr euch gerade alles so gekauft? Wir haben uns 4 T-Shirts gekauft und 4 verschiedene Haargummis. Und was habt ihr damit vor? Mit den T-Shirts wollen wir, das ein T-Shirt wollen wir ans Plakat hängen. Da malen wir dann drauf, wie viel Geld die Unternehmer bekommen, wie viel Steuern und wie viel die Arbeiter nur kriegen. Okay, und wollt ihr das dann irgendwo ausstellen oder irgendwie so in der Schule oder so? Ja, genau. In der Schule wollen wir das, an der Tag der offenen Tür am Freitag wollen wir das ausstellen und das T-Shirt hängen dann ans Plakat. Okay. Ja. Und wie seid ihr auf diese Idee gekommen? Wir hatten uns einfach die Idee ausgedacht und fanden sie toll.